Hallo, in diesem Screencast geht es um jQuery. Wer jQuery noch nicht kennt, jQuery ist ein freies, umfangreiches und erweiterbares JavaScript-Framework. Dieses wundersame Rahmenwerk und Toolset erfreut sich großer Beliebtheit und wird in vielen bekannten Content-Management-Systemen eingesetzt. Es vereinfacht JavaScript-Lösungswege und lässt Dynamik und Interaktivität in eine Webseite mit einfließen. Animationen können einfach erstellt, Inhalte hinzugefügt und Elemente verändert werden. Auf folgende Art und Weise wird jQuery in eine HTML-Seite eingebunden. Und zwar sieht man das an diesem Beispiel in Zeile 7. Und das funktioniert per Script-Tag und der Quellenangabe mittels src auf die jQuery-JavaScript-Datei. Am Ende wird der Tag wieder zugemacht. Okay. Mittels Dollarzeichen-Funktion oder der jQuery-Funktion wird ein jQuery-Objekt erstellt. Okay, dann ein Beispiel. Hier habe ich eine HTML-Seite mit zwei Div-Containern, einmal mit der ID 1 und mit dem Inhalt Hallo Welt und einmal mit der ID 2 und dem Inhalt jQuery. Okay, im Bereich Style wird die Formatierung festgelegt für alle Div-Container in diesem Beispiel hier. Die Schriftgröße beträgt 5 em und die Textfarbe ist hier rot. Okay. Dann speichern und Seite laden. So sieht das Ergebnis aus. Erstmal ohne jQuery. Und jetzt mit einer jQuery-Anweisung. Die Kommentaranweisung lösche ich weg. Und jetzt werden die jQuery-Befehle im Bereich Skript ausgeführt. Und zwar Zeile 15 bewirkt, dass das ganze Dokument erstmal geladen werden soll, bevor die Anweisungen ausgeführt werden. Und zwar hier als Beispiel die Zeile 16. Als erstes wird bestimmt, was manipuliert werden soll. In diesem Fall alle Div-Container. Die selektierten Elemente, also alle Div-Container, können dann durch jQuery-Methoden verändert werden. Zum Beispiel durch die Methode CSS. Hier wird die Textfarbe geändert. Und zwar in den Wert Blue, also blau. Rot wird dann also zu blau bei allen Div-Containern. Okay. Und Seite neu laden. Okay. Man kann auch spezifizieren. Das heißt also einen Div-Container mit einer ID auswählen. Und zwar mit Div Raute 1 zum Beispiel. So wird dann eben nur der Div-Container mit der ID 1 ausgewählt. Und dort wird dann die Textfarbe verändert von Rot in Blau. Durch jQuery.noSelect Klammer auf, Klammer zu, Semikolon, kann der Dollarzeichenaufruf deaktiviert werden. Seite neu laden und die Anweisung funktioniert nicht mehr. Also wird das Dollarzeichen durch jQuery ersetzt.
ist genau das gleiche. So, speichern und jetzt müsste es wieder funktionieren. Genau. Ciao und viel Glück.